Ja, hier hinter mir steht da am Mercedes-Stand der neue EQC. Das erste, in meinen Augen, erste wirkliche Elektroauto von Mercedes. Ausgewählt hat man die GLC-Baureihe, eigentlich das gängigste Modell. Dem Fahrzeug hat man zwar eine neue Außenhaut verpasst, aber das Innenleben oder die Grundkarosserie, in der das Ganze stattfindet, entspricht der GLC-Baureihe, sodass man dieses Auto mit dem Mercedes-Standard, mit dem gewohnten Mercedes-Standard und allen Services auf dem gleichen Band bauen kann, wo man auch die Verbrenner baut und sich diese Elektroauto-Fertigung nahtlos in die Fertigung der Mercedes GLC-Baureihe integriert. Das ist schon eine riesen Herausforderung, eine riesen Aufgabe, wie ich hier gelernt habe auf dem Stand. Wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt. Und natürlich kann man jetzt bemängeln, dass man nicht mutig genug war. Aber der Aufriss, den man hier gemacht hat, um dieses Auto zu fertigen, der ist schon riesengroß. Und es ist der erste Schritt. Da werden sicherlich noch viele weitere Folgen kommen. Aber man kann so tatsächlich die gewohnte Mercedes-Qualität als Elektroauto anbieten. Und das ist auch genau das, was man hier wollte. Trotz Verbrennerplattform hat der EQC ein eigenständiges Design. Ganz glatt, ohne Sicken und Kanten, mit auffälligem Markengesicht und durchgehender Lichtleiste vorne und hinten. Auch im Innenraum setzt sich der Elektro-SUV mit anderen Materialien und Farben ab. Das Bediensystem MBUX ist auf Elektro angepasst worden. Insgesamt ist das Raumgefühl etwas besser als im GLC. Hinten ist genug Platz. Der Mitteltunnel ist leider durch die Verbrennerplattform bedingt. Dafür gibt es auch eine Anhängerkupplung als Extra. Der EQC hat 300 kW Leistung, also rund 400 PS, daher die Bezeichnung. Die Batterie soll 80 kWh Kapazität haben und die Reichweite von 400 km WTLP ermöglichen. Aufgeladen wird zum Beispiel über CCS mit Gleichstrom mit bis zu 110 kW Leistung. Alles Weitere sehen wir im nächsten Jahr, wenn der EQC auf den Markt kommt.